Der WSV ist tätig geworden und hat einen neuen Spieler verpflichtet. Karos Sindi vom Ligakonkurrenten Bocholt. Bei mir ist jetzt der Chefcoach Thomas Richter. Thomas, Karos Sindi war schon mal beim WSV von 2008 bis 2010 in der Reserve. Wie kam jetzt dieser Kontakt zustande? Ja gut, wie du schon sagtest, der Karos hat schon mal hier gespielt. Von daher kennt man ihn als Spieler natürlich. Hat letztendlich auch, wie es bei so vielen Spielern ist, die mal hier gespielt haben, auch so ein bisschen die Entwicklung verfolgt. Er war jetzt zuletzt beim Ligakonkurrenten Bocholt. Er ist ein Spieler, der über eine enorme Schnelligkeit verfügt. Und ich bin froh, dass dieser Transfer jetzt noch geklappt hat, weil wir einfach mit Karos eine höhere Flexibilität bei uns in unserem Offensivspiel haben. Er ist ja im Mittelfeld variabel einsetzbar. Hast du schon genaue Pläne, wie du ihn einsetzen möchtest? Man hat verschiedene Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Wichtig ist jetzt erstmal, Karos ist jetzt hier, hat heute zum ersten Mal trainiert. Ich denke, er ist fit, er ist in einem sehr guten Zustand. Er wird sich jetzt in den nächsten Tagen hier akklimatisieren müssen, seine Mitspieler kennenlernen müssen. Wir werden zusammen trainieren und dann wird sich alles weitere ergeben. Gab es denn mehrere Optionen und warum ist es genau Karos Sindi geworden? Wir haben ja immer gesagt, wir haben den Spielermarkt im Blick, das gehört einfach dazu. Und wenn wir noch tätig werden, dann muss es Sinn machen, es muss einfach passen von allen Seiten her. Und ich denke mal von seiner Position her, von der Tatsache, dass er schon mal hier war, dass er sich hier auskennt in Wuppertal, dass es jetzt kein Neuland für ihn ist in dem Sinne, war das ein Wechsel, der für uns absolut Sinn macht. Einfach weil wir, wie ich es gerade schon sagte, in der Offensive nochmal einen Spieler mehr haben, dass wir noch variabler agieren können und denke, dass wir in unserem gut aufgestellten Kader jetzt noch einen weiteren guten Spieler dazu gewonnen haben. Thomas Richter, vielen Dank. Bitte. Karos Sindi, Neuzugang beim WSV. Du hast ja mit der Mannschaft schon trainiert. Wie ist der erste Eindruck? Ja, also super. Die Spieler sind alle top. Die haben mich super aufgenommen. Und einige Spieler kenne ich ja auch noch von früher. Und ja, letztendlich ist das eigentlich, ich bin froh, dass ich hier bin und war in Ordnung. Der erste Eindruck war super. Was hat den Ausschlag gegeben, hier hinzuwechseln? Warum der WSV? Ja, warum der WSV? Wie gesagt, ich habe mal schon mal hier gespielt. Ich habe eine gute Erinnerung noch hier an WSV und letztendlich war ich in Bocholt ein bisschen zum Schluss unzufrieden und dann kam der Kontakt instande und dann ging das eigentlich ganz schnell und ich bin froh, jetzt wieder beim WSV zu sein. Du warst am 7. Dezember zuletzt hier mit Bocholt. Noch Erinnerungen? Was für einen Eindruck hat da generell die Mannschaft, das Stadion gemacht, die Atmosphäre hier? Ja, war schon sensationell. Ne? Sowas vermisst man eigentlich als Spieler und sowas als Spieler, man spielt halt Fußball wegen sowas, ne? Wegen so einer Atmosphäre und WSV hat einfach super Fans und das Stadion und Umfeld ist einfach alles top und ist auf jeden Fall eine geile Sache und ich freue mich jetzt, das WSV-Trikot zu tragen und freue mich auf die Mannschaft und hoffe, dass wir zusammen Erfolg haben. Du hast einen Vertrag bis Sommer mit einer Option für ein weiteres Jahr. Setzt man sich so persönliche Ziele, wie man rangeht, oder ist man jetzt gar nicht so weit, dass man sich Ziele setzt, was man hier erreichen will? Ja, also der Verein hat auf jeden Fall Ziele und ich als Spieler will natürlich meinen Beitrag dazu leisten, ne, und um die Ziele in der Zukunft zu verwirklichen. Und letztendlich glaube ich, zum Schluss ergibt sich das alles automatisch und dann sehen wir weiter. Wir wünschen viel Erfolg. Karos Sindi, vielen Dank. Dankeschön.